Ja, hallo liebe Autofilo.at-Fans, hier noch einmal vom Genfer Autosalon vom Peugeot-Stand. Und neben mir steht der Christoph Stumpfall. Hallo, grüß Gott. Hallo. Peugeot Citroën Österreich-Pressesprecher. Jawohl. Ihr kennt ihn sicherlich schon von einigen Videos. Ja, und ihr habt ja, ich habe es auch gerade schon erwähnt, Peugeot hat für mich eines der Highlights, wenn nicht das Highlight der ganzen Messe, des ganzen Genfer Autosalons hier, nämlich den 508er als Limousine, ob ein Kombi kommt, das werden wir dann gleich hören, vielleicht oder schauen auch nicht. Mal, ja, genau. Ja, und alles weitere wird uns jetzt der Christoph erzählen, würde ich mal sagen. Christoph, was wissen wir schon? Wann kommt er? Was wird er kosten? Wir sehen auch First Edition. Was kann die? Was ist da besonders dran? Ja, das Besondere ist natürlich der Peugeot 508, der neue Peugeot 508 ist ein komplett neu entwickeltes Fahrzeug, ja. Ja, steht auf der Plattform EMP2, bringt jede Menge Fahrspaß, jede Menge Dynamik. Das Fahrzeug ist eine fünftürige große Limousine, eigentlich könnte man sogar sagen Coupé-Limousine, weil es natürlich von ihrer Form her coupéhaftartig gebaut ist. Ja. Ja. Wenn nur 1,40 Meter hoch oder 1,48 Meter? Nur 1,40 Meter hoch, ja. 4,75 Meter lang, sprich 8 cm kürzer als das bisherige Modell. Ja. Es hat rahmenlose Türen. Ja. Das ist natürlich besonders sensationell, weil das passt natürlich genau zu einer Coupé-Variante, Coupé-Form dazu. Ja. Und obwohl er kürzer ist, ist aber Beinfreiheit auf der Rückbank oder im Kofferraumvolumen? Ja, die Beinfreiheit ist eine sehr große. Man kann es vielleicht gleich am lebenden Objekt hier demonstrieren, ja, bei den Kollegen. Schauen wir mal, wie erfreut er ist. Ja. Ein gutes lebendes Objekt. Ja, also man sieht hier schon, man hat hier ausreichend Beinfreiheit, obwohl hier der Vordermann, der jetzt drinnen sitzt, eine sehr große Person ist. Ja, also die Beinfreiheit ist gut. Ja. Ja, und wenn wir weitergehen zum Kofferraum. Auch hier sehen wir natürlich für eine Coupé-Limousine eine Heckklappe, also sprich fünftüriges Fahrzeug, ja, mit viel Platz für alles Mögliche. Sieht gut aus. Ja. Hast du die Literangaben im Kopf, was der jetzt schluckt? So schnell gefragt, tut mir leid, nein. Okay. Nein, ja, weiß ich glaube nicht auswendig, muss ich offen zugeben. Ja. Ja. Ja, wir stehen hier natürlich vor der Peugeot 508 First Edition. Was bedeutet das? Das ist ein Sondermodell zur Markteinführung, aufgebaut auf dem höchsten Ausstattungsniveau. Das ist ein 508 GT. Ja. Ja. Mit einem 225 PS Benzinmotor, mit einem neuen, oder auch erhältlich mit einem 180 PS Dieselmotor, UHD-Dieselmotor, ja, mit den 19 Zoll Felgen. Mit dem Peugeot i-Cockpit natürlich, ja, das auch jetzt in den Peugeot 508 hineinkommt. Ganz schön warm da drinnen, bist du gescheit, die Kollegen haben es. Ja, die haben gut eingeheizt. Ganz schön warm, so ja. Ja. Was kann ich noch dazu sagen? Zwei Farben, oder? Also zwei Rot Farben, und Blau. Genau, es gibt dieses Ultimate Rot und es gibt eine blaue Lackierung von diesem Fahrzeug für die First Edition. Ja. Eine First Edition heißt natürlich, das ist ein limitiertes Sondermodell, ja, und es gibt für Österreich genau 10 Stück. Okay. Wir haben ein Kontingent für 10 Stück in Österreich. Ja. Das Fahrzeug ist bestellbar ab heute Abend auf der Website peugeot.at. Ja. Da wird das freigestalten, kann man sich für die Bestellung anmelden, kann man, oder das Fahrzeug bestellen. Ja. Jetzt wird natürlich die Frage sein, was kostet das genau Ganze? Ja. Ganz genau. Die First Edition kostet ab 49.950 Euro. Inklusive Steuern, inklusive Novum-Steuern. Sehr schön. Und zum Thema Kombi, kannst du da was sagen? Wird ja, da was kommen? Ja, da kann ich was sagen. Es wird natürlich auch eine Kombi-Version geben, ja, einen Peugeot 508 SW. Ja. Der wird in wenigen Monaten vorgestellt werden. Wird nicht allzu lange dauern. Alles klar. Ja. Und Hybridisierung? Ist ein Thema. Okay. Ja, ist ein Thema. Ich würde mal sagen, ab Mitte 2019 sehen wir einen Benzin-Plug-in-Hybrid, ja, beim Peugeot 508. Was heißt das dann für uns? Das heißt für uns einen thermischen Motor und Elektromotoren, also vorne und hinten, ja. Ja, sodass wir damit auch ein Allradfahrzeug haben. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht.
weißt du bereits, welche Motoren es abseits des 225 PS Benziners und 180 PS genau, also wir haben einen 180 PS Benzinmotor. Ja. Wir haben einen 225 PS Benzinmotor, ja. Beide mit 8-Gang Automatikgetriebe, ja. Eine Wandlerautomatik. Ja. Wir sehen einen 130 PS Dieselmotor Schaltgetriebe. Okay. Einen 130 PS Dieselmotor mit 8-Gang Automatik. Ja, wird wahrscheinlich das Volumenmodell. Wahrscheinlich, ja, weil es vom Handling des Fahrzeugs sehr gut funktioniert, ja. Trotz kleinerer ja. PS-Zahl, aber durchaus. Ja. Und dann wird es noch geben einen 160 PS Dieselmotor mit Automatik und okay. 180 PS mit Automatik. Ah ja. Ja. Also vielleicht greifen dann doch mehr zum 160 PS. Ja, aber man darf nicht vergessen. In Österreich fährt man in gewisser Art und Weise etwas kleinere ja. Motorisierungen aus steuerlichen Gründen. Ja. Ja. Wir sehen ja auch bei anderen Peugeot-Modellen, zum Beispiel nehmen wir den Peugeot 3008. Ja. Ja. Ein Peugeot 3008 mit einem 120 PS Automatik, also 120 PS Diesel mit Automatikgetriebe, ja. fährt wunderbar. Ja, also ausreichend dynamisch. Ja. Von daher kann man durchaus auch damit gut unterwegs sein. Ja. Klar. Denke ich auch. Ja. Was gibt es noch von Peugeot außer den Riesenlöwen? Der Riesenlöwe. Kannst du dazu was sagen? Was hat der? Ja, 13 Meter Länge, das stimmt das? Oder waren das 13 Tonnen? Ja. Oder was war? Irgendwas mit 13 habe ich im Kopf. Oder was hat es überhaupt damit auf sich? Warum stellt man hier den Löwen her? Ja. Unser Peugeot-Löwe. Wahnsinn. Unser neuer Peugeot-Löwe. Ja. Wir können auch ein bisschen nach vorne gehen, ja, dass man den von gerne, vorne dass man von sieht. Vorne auch noch sieht. Ja. Ja. Unser Peugeot-Löwe, ja, ist fast 5 Meter hoch und 12 Meter lang. Okay. Ja. Warum haben wir einen Peugeot-Löwen hier? Der Grund ist der, wir feiern heuer 160 Jahre Löwe als Peugeot-Logo. Okay. Ja. Seit 160 Jahren erfreuen wir uns an diesem Löwen in verschiedenen Designvarianten. Ja. Und um das zu feiern, als Markenbotschafter für Peugeot, was liegt näher als einen neuen, andersartigen, modernen Peugeot-Löwen zu kreieren. Das ist die Geschichte hinter diesem Ausstellungsstück hier. Ja. Der Peugeot Rifter ist das Nachfolgemodell vom bisherigen Peugeot-Partner. Ja. Ein Freizeitfahrzeug, ein großes Freizeitfahrzeug, wird auch im Herbst zu uns auf den Markt kommen. Ja. Wird es in Zukunft in zwei verschiedenen Längen geben, Längen. Ja. Dann auch als Siebensitzer, ja. Ja, genau. Aber nur für die lange Version. Ja, genau. Auch dieses Fahrzeug bekommt das Peugeot i-Cockpit. Okay. Ja, das können wir uns kurz mal anschauen. Ist es ausgestellt hier? Ja. Auch der Peugeot Rifter bekommt das i-Cockpit. Mhm. Sprich natürlich, auch wenn es sich um ein Freizeitfahrzeug handelt, natürlich geht es auch hier um den Fahrspaß und um die Dynamik bei Peugeot. Ja. Ja. Dann hat das Fahrzeug natürlich drei Einzelsitze, die sind hier gerade alle umgeklappt, ja. Ergeben dann eine ebene Fläche für Lade. Okay. Ich kann es aber auch mal aufklappen, ja. Schauen wir uns das mal an. Wenn wir da mal eins aufklappen. Ja. Drei Einzelsitze ist natürlich besonders praktisch. Für Familien. Ja. Ich kann nämlich hier drei Kindersitze wunderbar nebeneinander montieren. Das geht sich aus. Okay. Ja, das geht sich aus. Moment. Stellen Sie den auch auf. So. Dann werfen wir vielleicht einen Blick hinten hinein. Ja, ja. Da sieht man schon, dass hier jetzt die Kofferraumabdeckung abmontiert wurde. Ja. Ja. Aber da sieht man natürlich schon, dass hier ausreichend Platz herrscht für alles Mögliche, was man halt so braucht, wenn man mit Kindern oder in der Freizeit mit Fahrrad, Surfbrett oder was auch immer unterwegs ist. Gibt es zu dem Rifter, gibt es da schon Preise? Nein, gibt es leider noch keine. Okay. Es kommt im Herbst zum Händler, ja. Preise haben wir leider noch keine. Also super. Soweit die Neuheiten vom Peugeot stehen. Das war's bei Peugeot? Das war's bei Peugeot, ja, genau. Sehr schön. Ja, dann, du bist ja auch verantwortlich für Citroën. Ja, durchaus. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt hin. Dann gehen wir hinüber. Super. Genau. Passt. Ja,
Wir sind jetzt beim Citroën-Stand angekommen, wie gerade auch angekündigt. Der Christoph ist immer noch bei mir. Ja, hallo, ich bin wieder da oder noch immer. Und wir, was... Ich weiche nicht, ja. Was gibt's jetzt da bei Citroën? Also ich sehe schon, wir stehen davor. Ja, Citroën C4 Cactus. Ja. Citroën C4 Cactus, ja. Haben wir natürlich als Weltpremiere schon letzten Oktober in Paris gesehen. Ja, da waren wir auch gemeinsam dabei, dort. Genau. Also von daher kennt man das Auto ja schon. Ja. Was gibt es zu sagen? Das kommt ab April zum Händler in Österreich. Ja. Ja. Es ist eine Weiterentwicklung des bisherigen C4 Cactus. Er ist moderner geworden, er ist vielleicht ein bisschen klassischer geworden. Es gibt neue Farben, aber es gibt zwei sensationelle Dinge. Das eine sieht man natürlich statisch nicht so gut, ist die neue Advanced Comfort Federung. Also die Federung mit progressivem hydraulischem Anschlag. Citroën geht also in seine Wurzeln zurück und bringt eine Federung mit Hydraulik. Das äußert sich somit, wir sind schon ein bisschen Test gefahren, es entsteht ein schwebendes Gefühl, wie auf einem fliegenden Teppich. Also das kann man jetzt so ein bisschen übertrieben sagen, aber wenn man sich das so vorstellt, wie man so über die Unebenheiten gleitet, die so auf einer Straße sein können, ja, oder auch in verkehrsberuhigten Straßen so diese Schupfen, die es so gibt, ja, wenn man da so schön drüber gleiten kann, das ist eine wunderbare Geschichte mit dieser Federung. Dazu passend natürlich, weil bei Citroën ist natürlich das Thema Komfort ein ganz großes. Dazu passend wurden ganz neue Sitze entwickelt. Die möchte ich euch auch kurz zeigen. Weil es geht ja nicht nur darum, dass das Auto gut federt, sondern es geht ja auch darum, dass das Wohlbefinden im Innenraum ein großes ist. Ja? Wir haben hier neue, ganz neuartige Sitze mit neuen, dichteren Schaumstoffen. Ja? Das bewirkt, dass die Auflagefläche, wo man für den Oberschenkel insgesamt eine größere wird, sprich das Gewicht des Körpers sich auf einer breiteren Fläche verteilt und somit das Sitzen über lange Strecken angenehmer ist. Okay. Ja, und das führe ich euch jetzt mal vor. Ja. Wie groß bist du, Christoph? Ich bin 1,77. Okay. Ja, wie man schon sieht, also das geht wirklich wunderbar lang. Ja. Und hat ein sehr, sehr angenehmes Sitzgefühl, wie so ein Sofa-Sitzgefühl. Ja. Ja. Dazu muss man natürlich sagen, das Thema dieses Fahrzeugs ist natürlich nicht die dynamische, sportliche Fahrweise, sondern das komfortable sich fortbewegen, wie es halt Citroën in seiner Historie immer gehabt hat. Ja. Das kommt mit diesem Fahrzeug ganz stark zurück. Ja. Ja. Die Autos kommen im April zum Händler. Anfang April kann man den dann Probe fahren bei unseren Händlern. Ja. Es gibt ein ganz neues Fahrgefühl. Ja? Und man muss wirklich die Empfehlung aussprechen, wenn man dieses Fahrzeug Probe fährt, fahren Sie auch mal auf unebene Straßen oder nicht so gut reparierte Straßen, um eben dieses Federungsgefühl und dieses Fahrgefühl zu erleben. Ja. Super. Was gibt es bei Citroën noch? Berlingo? Ja. Berlingo steht da daneben. Ja, genau. Wir haben natürlich auch eine Weltpremiere. Ja. Hier stehen der Citroën Berlingo. Ja. Bitte schön hier. Citroën Berlingo in seiner ganz, ganz neuen Form, das Schwestermodell zum Peugeot Rifter, den wir vorher gesehen haben. Ja. Der Citroën Berlingo verkörpert eigentlich von Anfang an, seit es dieses Fahrzeug gibt, das totale Freizeitvergnügen. Ja. Also das Fahrzeug war immer als Freizeitmodell gebaut in seinen verschiedenen Varianten, die es gegeben hat. Jetzt ist er größer geworden, erwachsener geworden, breiter geworden. Komfortabler geworden. Steht der auf derselben Plattform wie der Rifter, wie der Peugeot? Ja, genau, er steht auf der EMP2-Plattform wie der Rifter. Hat aber sämtliche Citroën-Gene, sämtliche Citroën-Ausstattungsmerkmale, wie halt ein echter Citroën sein muss. Komfort. Okay. Also Leichtigkeit, Komfort. Was ja, genau, man sieht es auch schon im Cockpit, dass anders gebaut ist. Man sieht es in den Ausstattungen. Ja, das ist einfach eine wunderbare, feine, pfiffige, die Sitze gibt's, also Variante. Diesen Stoff gibt es dann auch in Serie, also ist genau. Ein Serienauto quasi. Das ist ein Serienmodell, genau. Auch diese Farbe, diese Sandfarbe in der Lackierung hier. Ja. Ob mir die gefällt, weiß ich nicht, aber ja, es ist zumindest was anderes. Ja, es passt zum Stoff.
Schaffen. Das stimmt. Ja. Zum Glück. Ja. Ja, was gibt's? Ja, also wie gesagt, ist mein Berlingo, ganz neu. Werden wir ab Oktober auch in Österreich haben. Okay. Und wie ich gerade sehe, geht die Heckscheibe anscheinend getrennt auf. Es gibt Varianten, wo das auch getrennt aufgeht. Ja. Ich hoffe, dieses Modell kann das jetzt. Ja. Nachdem ich da scharniere sehe, oder zumindest etwas wie scharniere. Dann müsste ich nur wissen, wo das Ding eingebaut ist. Kann der Rifter das auch? Der Rifter kann das auch. Okay. Ist natürlich eine praktische Geschichte. Ja, super. Vor allem dann, wenn man den Kofferraum mit Urlaubsmaterial völlig vollgeladen hat, sodass alles rausfallen würde, wenn man öffnet. Also sehr feine Geschichte. Ja. Super. Christoph. Soweit zum Citroën. Genau, was kannst du uns generell noch sagen? Weil DS ist jetzt hier nicht ausgestellt. Nein, DS ist heute hier nicht ausgestellt. Ja. Bei DS ist ja im Moment gerade der DS7 Crossback in der Markteinführung in Österreich bei den Händlern. Ja. Also da haben wir den Schwerpunkt jetzt im Land gelegt. Ja. DS wird sich natürlich weiterentwickeln. Wir werden auch in naher Zukunft ein weiteres neues DS-Modell erleben, aber da glaube ich noch nicht zu viel in Zukunft vorausschweifen. Ja. Was kannst du sonst sagen, was noch kommt generell? Also Peugeot Citroën in Österreich, jetzt vorher noch, abgesehen von den Modellen, die wir da gesehen haben? Es wird das eine oder andere Sondermodell kommen. Okay. Citroën C3 L zum Beispiel. Ja. Also eine Kooperation mit dem französischen Frauenmagazin L. Das werden wir noch in Österreich sehen. Ja. Die eine oder andere Kleinigkeit vielleicht noch. Ja. Aber im Großen und Ganzen können wir uns auf die Modelle, die wir hier gesehen haben, jetzt mal so richtig freuen. Okay. Ja. Super. Ja, Christoph, dann sage ich danke soweit. Ja, und ich sage danke fürs Kommen. Wir sehen uns, hören uns sicher in Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Super. Passt. Dankeschön. Danke. Ciao.